Setzen Sie ein. Wo oder wohin? Ich setze mich auf das Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich setze mich an den Tisch. Ich sitze am Tisch. Ich hänge die Jacke auf den Stuhl. Die Jacke hängt auf dem Stuhl. Die Lampe hängt an der Decke. Ich hänge die Lampe an die Decke. Ich stelle das Glas auf den Tisch. Das Glas steht auf dem Tisch. Ich lege das Buch auf das Regal. Das Buch liegt auf dem Regal. Ich setze mich vor den Fernseher. Ich sitze vor dem Fernseher. Ich setze mich auf den Teppich. Ich sitze auf dem Teppich. Ich stelle das Buch ins Regal. Das Buch steht im Regal. Die Uhr hängt an der Wand. Ich hänge die Uhr an die Wand. Ich gehe zum Schrank. Ich stehe vor dem Schrank. Ich lehne es an den Stuhl. Es lehnt am Stuhl. Ich setze mich auf den Platz. Ich sitze an meinem Platz. Er spielt im Wohnzimmer. Er geht ins Wohnzimmer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Setzen Sie ein. Präpositionen und Artikel. Er sitzt im Café. Wo? Dativ. Sie geht ins Café. Wohin? Akkusativ.
Er ist in der Bar. Wo Dativ? Sie geht in die Bar. Wohin Akkusativ? Er ist auf dem Balkon. Wo Dativ? Sie setzt sich auf den Balkon. Wohin Akkusativ? Er sitzt auf dem Stuhl. Wo Dativ? Sie setzt sich auf den Stuhl. Wohin Akkusativ? Er backt mit dem Ofen. Dativ. Sie nimmt es aus dem Ofen. Dativ. Er arbeitet im Büro. Wo Dativ? Sie kommt ins Büro. Wohin Akkusativ? Er ist im Hof. Wo Dativ? Sie geht in den Hof. Wohin Akkusativ? Er ist im Auto. Wo Dativ? Sie fährt in einem Auto. Wo Dativ? Er liest in der Bibliothek. Wo Dativ? Sie kommt aus der Bibliothek. Dativ. Er sitzt auf dem Sofa. Wo Dativ? Sie setzt sich auf das Sofa. Wohin Akkusativ? Er liegt auf dem Liegestuhl. Wo Dativ? Sie legt sich auf den Liegestuhl. Wohin Akkusativ? Er arbeitet in einem Garten. Wo Dativ? Sie geht in einen Garten. Wohin Akkusativ? Er sitzt an der Bar. Wo Dativ? Sie setzt sich an die Bar. Wohin Akkusativ? Er ist in einem Taxi. Wo Dativ? Sie steigt in ein Taxi. Wohin Akkusativ? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und setzen Sie ein. Ich bin oder ich bleibe. Ich bin zu Hause. Bei dir. Am Meer. Oben. Im Keller. In Indien. Im Bad.
Ich bin auf dem Markt. Beim Essen. Auf dem Balkon. Unter der Dusche. Auf dem Spielplatz. Am Fluss. In der Türkei. Ich bin im Bett. Draußen. Auf der Terrasse. Im Regal. Im Café. Beim Bäcker. In der Schule. Ich bin in Japan. Beim Spielen. Beim Friseur. Bei meiner Freundin. Im Zoo. Im Park. In Algerien. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Setzen Sie ein. Ich gehe oder fahre. Ich gehe zu Alex. Zu ihr. Zum oder nach Essen. Zur Station. Ans oder zum Ende. Zum oder auf den Friedhof. Rein. Ich gehe hinauf. Zu einem Freund. Zu denen. Nicht. Zu.
zum Fernseher. Zur oder in die Schule. Zum oder auf den Parkplatz. In den oder zum Supermarkt. An die oder zur Tankstelle. Auf das oder zum Amt. Zur oder in die Arbeitsagentur. Zum oder auf den Marktplatz. Zum oder ins Reisebüro. Nach Lissabon. In den Urlaub. Zur Massage. Zum oder ans Bücherregal. In den dritten Stock. Zum Tanzen. Ins oder zum Kino. Nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen Sie ein. Ich gehe, ich fahre. In diesem Video gibt es oft mehrere Lösungen. Ich fahre in den Wald. Zur Wiese oder auf oder über die Wiese. Zum Feld, auf oder über das Feld. Zum Fluss, an den Fluss. Zum Strand, an den Strand. In die Berge. Zum See oder an den oder in den See. An die See. Feminin, das ist das Meer. Zu den Tieren. Zum Meer, ans Meer oder ins Meer. Zum Park oder in den Park. In die Natur. Zum Garten oder in den Garten. Zum Baum oder unter den Baum. Zu den Blumen.
zum Beet. Ich gehe raus. Zum Teich. Ich gehe spazieren. Nach oben. In die Sonne. In den Schatten. In den Süden oder nach Süden. Zum Ufer oder ans Ufer. Zur Palme oder unter die Palme. In den Zoo. An die Küste oder zur Küste. An die Klippe oder zur Klippe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen Sie ein. Wohin geht er oder sie? Hier stehen Länder. Achtung, einige Länder haben einen Artikel. Damit ändert sich auch die Präposition. Er geht nach Italien. Nach Indien. Nach Kroatien. In den Sudan. Nach Kenia. Nach Thailand. Auf die Philippinen. Er oder sie fährt. Nach Griechenland. In den Senegal, das ist ein maskulines Land. Nach Russland. Nach Australien. In den Libanon, das ist auch maskulin. In die Türkei, feminin. Nach Brasilien. Er fährt, fliegt oder geht nach Peru. Nach Pakistan, in die Mongolei, das ist feminin, nach Österreich, in die Ukraine, feminin. Nach Schweden.
nach Marokko. Er oder sie reist, fliegt, geht oder fährt nach Portugal. Nach Kuba, nach Angola, in den Irak, das ist maskulin, nach Deutschland. Nach Äthiopien, nach Eritrea. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, setzen Sie ein. Wo ist er oder sie? Er ist in Italien. In Indien. In Kroatien. Im Sudan, maskulin. In Kenia, in Thailand, auf den Philippinen, sie ist in Griechenland, im Senegal, maskulin, in Russland, in Australien, im Libanon, maskulin, in der Türkei, feminin, in Brasilien, er ist in Peru, in Pakistan, in der Mongolei, feminin, in Österreich, in der Ukraine, feminin, in Schweden, in Marokko, sie ist in Portugal, in oder auf Kuba,
in Angola im Irak maskulin in Deutschland in Äthiopien in Eritrea. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und setzen Sie ein. Wohin fährt er oder sie? Er fährt nach Spanien. In die Türkei, feminin. Nach Berlin. An die Nordsee oder zur Nordsee, feminin. In den Nahen Osten, maskulin. Nach Leipzig. In den Süden, maskulin. Er oder sie fährt in die Karibik, feminin. Nach Nordamerika. Nach Mailand. In die Schweiz, feminin. Nach Eritrea. In den Westen, maskulin. Nach Australien. In die USA, plural. Nach Thailand. In den Libanon, maskulin. Ins oder auf das Land, neutrum. Nach Georgien. In den Jemen, maskulin. Nach Portugal. Er oder sie fährt nach Osteuropa. Nach Kambodscha. Nach Japan. In den Kongo, maskulin. Nach China. Auf die Insel, feminin. An die Grenze,
Feminin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.